So, ich muss das noch mal einmal ganz kurz demonstrieren. Wir sind hier auf einer künftigen Baustelle gerade mit noch einem Sondengänger und dem Archäologe, der ist dabei. Wir untersuchen hier ein Baugebiet auf mögliche Funde etc. Und ich habe es jetzt schon ausgegraben. Ich hatte meine Kamera nicht mit, habe ich gerade aus dem Auto geholt. Ja, und es ist einfach echt erstaunlich, was so zwischen den Wohnhäusern liegt. Und zwar haben wir hier wie so eine Andenkmedaille von Adolf Hitler. Also Hitlers Dank. Wir haben auch schon Kampfmittel gefunden. Eine Kaliber 50 muss gemeldet werden. Da kommt dann auch die Polizei. So. Und so sieht das Stück aus. Das ist natürlich noch ein bisschen schmutzig. Wahnsinn. Tja. Da können wir auch noch was lesen. Den Hersteller. Was man nicht alles so findet, ne? Eingemessen haben wir den Fund hier auch, um das zu protokollieren, was wir hier gefunden haben an der Fundstelle. Oha, guck mal, wie die durchschimmern noch. Meine Güte. So. Das ist aber ein ziemlich guter Zustand. Was ist das denn für ein Material? Weißt du das? Alu, ne? So, den packen wir hier rein. Und dann geht's weiter. Fallen unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Ja. Yeah. Die müssen die mitnehmen. Das ist ungefährlich, aber die sind trotzdem meldepflichtig. Man darf das nicht behalten. Ja. Yeah. Sonst macht man sich strafbar. Ne? Okay, also kommt gleich die Polizei noch her, oder? Die rufe ich noch an, genau. Okay. Wir warten erst ab, ob wir noch eins finden. Ja, okay. Mhm. Ja. Auch die Panzerbrechenden sind. Moin. Okay. Die fallen unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Ja. 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 Deswegen dürfen wir die auch nicht an uns nehmen, sonst würden wir uns strafbar machen. Ja, genau. Ja. Aber haben Sie da mehr von? Das ist die einzige. Okay. Jetzt. Deswegen, ja. Wir sind auch zu weit durch. Deswegen, wir fotografieren das mal, dann informieren wir auch Kampfmittelbeseitigungsdienst. Genau. Das ist ja nichts Besonderes. Wie oft wir finden das total oft. Ja. Ne? Aber in der Regel ist es so, dass man meldet. Wenn ein Ding jetzt okay, denn manche sagen sich, ne? Hm. Nee, aber so ist es halt. Ja. So ist es halt, das gehört dazu. Ja, das hätte richtig, ja auch was durchaus richtig. Anderes sein können. Ja, klar, klar. Da wäre gleich der Kampfmittelräumdienst gekommen. Richtig. Auf jeden Fall. Deswegen. Jo. Und du willst bald hier bauen dann? Ja. Sehr schön. Februar. Wenn das Wetter mitspielt, übernächste Woche wahrscheinlich. Ja. Los, kommt der Bagger. Da rollt der Bagger an, du. Aber da könnte man auch mal drinnen suchen, wenn das ausgebaggert wird. In den Aussuch. Machen die ja, kommt doch Herr wie heißt der? Kommt eine Firma? Ja, kommt doch auch an den. Ich weiß noch nicht, ob ich da kommen kann. Brauchen Sie meine Daten auch? Nee, also ich brauche nur von einem und dann passt das hin. Okay, alles klar. Weil ich weiß ja ungefähr ein, zwei Tage vorher Bescheid, wann die hier anrollen. Mhm. Dann kann ich dir Bescheid geben, ist kein Problem. Ja, ich glaube, hier kannst kommen, wenn du, vielleicht kannst du einrichten, ist wieder komplett ausgehoben hier, ne? Ja, ja, natürlich. Deswegen dann vielleicht, wie du schon sagst. Ja, natürlich, da würde ich auch gerne mal drin suchen in den Aushub dann, ne? Richtig. Wenn das kein Problem ist für dich. Gar Quatsch, gar nicht. Weil die graben ja nur aus, die suchen ja selber nicht mit Metalldetektor. Die graben nur aus, die machen nur den Aushub. Ja, und dann komme ich. Ja. Genau, wir sind bei der Munition vor Ort. Das hört sich gut an. Ja. Die Publikumverkehre hören was? Es ist hier Wohngebiet, ne? Drumherum sind es Häuser, aber hier ist. Das Thema ist von diesem Geschoss, geht jetzt keine unmittelbare Gefahr. Ja, ist ja, dann ne, bleiben wir hier in der Nähe. Also, wie gesagt, unmittelbare Gefahr ist jetzt hier nicht mehr. Also, es ist hier ein großer Rasenfeld, hier relativ mittig liegt die. Also, Hitlers Tank. Muss ja nicht mehr überlegen. Wahnsinn. Also eine Vitrine würde ich mir jetzt nicht stellen, ne? Nein, das ist schon richtig, ne? Aber. Fund ist Fund, ne? Auf jeden Fall. Ist auch eine Aussage, genau. Nachher müssen wir eh da sein wieder und dann. Ja. Oder man legt es unter den Haufen. Ja, genau, richtig. Dann ist es nicht mit dem Fünfer, wenn das wir machen. Was kann denn in der Sonneneinstrahlung, dann ist das bestimmt in die Ebene. Wenn das Vollmantel geschlossen ist, gar nicht. Das ist dann einfach nur Stahl. Das